Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass Sie sich Zeit nehmen nach dem Parteivorstand kurz vor dem CSU-Parteitag. Es war eine sehr arbeitsreiche Sitzung, weil wir natürlich auch über Ablauf des Parteitages und die Leitanträge diskutiert haben. Ähm, viele Wortmeldungen bezogen sich darauf, dass wir... Vor dem Parteitag und am Parteitag die historische Aufgabe sehen, die historische Dimension, gerade mit äh, Inhalten sich zu beschäftigen, die weit über eine Antragsarbeit am Parteitag hinausstrahlen. Zum einen sage ich mal Grundsätzliches mit äh, dem Grundsatzprogramm. Das ist für die CSU ähm, ein wichtiger Startschuss äh, in ein Wahljahr, wenn man allein äh, sieht, dass äh, ein neues Grundsatzprogramm das geistige und politische Fundament bedeuten, worauf man dann einen Bayernplan organisiert über die aktuellen Themen und das ist der zweite Baustein Aktuelles neben dem grundsätzlichen am diesem Parteitag, dann denke ich erkennt man schon, was für eine Aufgabe wir in diesem Jahr äh, am Freitag und am Samstag am Parteitag haben. Der Grundsatzprogrammprozess läuft jetzt über mehrere Monate mit äh, unglaublich positiver Beteiligung der Mitglieder, nicht nur in Gremien und äh, in äh, Fachgesprächen und äh, Kongressen, sondern auch alleine über die modernen Möglichkeiten einer Beteiligung, beispielsweise Onlineforen, haben wir über 1000. Äh, Kommentare, Bemerkungen, Hinweise, äh, auch Vorschläge bekommen, die wir jetzt äh, in der letzten Woche eingearbeitet haben. Und dieses Werk wird äh, jetzt auch vorgestellt äh, bei den Klausurtagen von Landesgruppe, Landtagsfraktion und Parteivorstand, äh, dem Parteitag vorgestellt. Ich denke auch, mit dieser breiten Abstimmung haben wir auch die breite Zustimmung des Parteitages. Nochmal auch die klare grundbotschaft einer neuen ordnung in einer zeit von veränderung gibt die csu orientierung wir wollen zum einen das grundprinzip leben und leben lassen einer weltoffenen gesellschaft aber zum anderen die formulierung von festen regeln und da vor allem unserer leitkultur die wir ins zentrum dieser neuen ordnung rücken der star soll dann stark sein, wenn er gebraucht wird. Und in diesen Zeiten der großen Veränderungen wird Staat gebraucht. Gerade wenn man jetzt auch die großen Integrationsaufgaben sieht, ob das die Schule ist, die Bildung ist, die Arbeitswelt, die Menschen, die schutzbedürftig sind, die auch eine Bleibeperspektive haben, dass man mit dieser großen Aufgabe sich auch beschäftigt und nicht nur über das Thema Flüchtlingspolitik, sondern generell über das zentrale Thema der besseren Steuerung, Ordnung und Begrenzung des Zustroms. Wir haben als zweiten aktuellen, also das eine ist das Grundsätzliche, aber als zweites das Aktuelle, zum einen den Leitantrag zu Linksbündnis verhindern, damit Deutschland Deutschland bleibt mit klaren Botschaften. Zum einen, was die Situationsanalyse ist, aus einer Regierungsseite Union heraus, mit wirtschaftlich hervorragender Perspektive, mit Rekordniedrigarbeitslosigkeit, mit Konsolidierung der Haushalte. Eine Unionsregierung tut Deutschland gut. Wir können damit auch für die nachfolgenden Generationen eine gute Bilanz vorlegen. Dann zweitens in diesem Leitantrag, was würde Rot-Rot-Grün für Deutschland bedeuten, es würde höhere Steuern bedeuten, eine höhere Verschuldung, es würde Multikulti statt Leitkultur bedeuten, es würde ein Umsteuern in der Familienpolitik ins Negative bedeuten und äh, dies äh, an Folgen äh, für Deutschland wäre fatal und würde Deutschland Schaden zufügen und deswegen gehen wir im dritten Punkt darauf ein in diesem Leitantrag, was in Zukunft wir vorhaben mit Deutschland, damit der Erfolgskurs beibehalten bleibt. Und da geben wir verschiedenste Garantieerklärungen ab, die vor allem auch ein Ergebnis sind aus unserer Programm- und inhaltlichen Arbeit, aus der Glasurtagung auf Schloss Schwarzenfeld. Wenn Sie nur diese sechs Bausteine sehen, die wir da beschlossen haben, zum einen Sicherheit durch Stärke. Dann eine Antwort auf Integration und Zuwanderung, auf Steuern und Finanzen mit unserem Steuererleichterungspaket für die mittleren und unteren Einkommen bis hin zur Alterssicherung, wo man ja gerade auch sehr konzentriert am Arbeiten ist. Dann auch das Thema Wirtschaftspolitik, Wachstumspakt Bayern-Weltspitze und das sechste Thema die deutschen Interessen bei der Außenpolitik. Das ist der eine Leitantrag, der genauso wie die Vorlage des Grundsatzprogramms einstimmig verabschiedet wurden und auch einstimmig wurde der nächste aktuelle Leitantrag zum Thema politischer Islam ähm, abgestimmt. Ähm, dieses ähm, große Papier hat auch äh, große positive Rückmeldungen im Parteivorstand hervorgebracht. Äh, viele haben sich zu Wort gemeldet und haben sehr klar formuliert, dass sie äußerst zufrieden sind mit der inhaltlichen und vor allem breiten Auseinandersetzungen mit dem Thema. Wir haben ja vier Themenfelder ausgemacht. Nicht nur die Betrachtung Terrorismus und Krieg für die Ideologie der Gewalt. Zweitens äh, Totalitarismus des politischen Islam. Drittens die kulturelle Dominanz des politischen Islam, vor allem auch aus der Sicht ähm, der Innenpolitik heraus. Also wir haben nicht nur die weltweite Situation von Radikalisierung und Terrorismus im Auge, sondern natürlich auch die Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben und unsere kulturelle Identität. Und wir machen auch viertens den politischen Islam als Integrationshindernis aus. Wir dulden diese extreme Ausprägung nicht. Deswegen haben wir auch einen großen Forderungskatalog. Erarbeitet, was wir uns vorstellen, wo wir die Grenze ziehen. Eine offene Gesellschaft muss sich ähm, auch wehren können gegenüber äh, den extremen Ausprägungen. Ähm, es ist kein Anti-Islam-Papier, sondern es ist eine Chance für den Islam und die vielen Muslime, die bei uns leben, mit uns zusammen eine klare Abgrenzung zu schaffen zu dieser Radikalisierung. Ähm, und ähm, deswegen ähm, waren auch unisono die Rückmeldungen dieser Antragsgrundlage, die wir beim Parteitag vorlegen, das klare Profil der CSU für Bayern und Deutschland. Wir finden uns nicht ab mit negativen Veränderungen, sondern wir wollen den negativen Veränderungen Herr werden und die positiven Entwicklungen mit unserer Politik befördern. Und deswegen haben wir als CSU einen klaren Zukunftsplan für Bayern und Deutschland mit einer klaren Identität für das bürgerliche Miteinander und das werden wir am Parteitag sehr klar zum Ausdruck bringen. Das ist unser Ziel zum Ablauf, wir werden ja um 14 Uhr beginnen mit eher den was der Parteitag auch mitbringen muss, den Regularien, also den Berichten, dem Geschäftsbericht und meinem Bericht. Wir werden ein Grußwort des österreichischen Außenminister Sebastian Kurz haben, wo wir uns sehr freuen, dass er uns besucht. Und äh, dann wird der Parteivorsitzende eine aktuelle Einordnung geben über die politischen Herausforderungen, ähm, die Erfolge, die wir in den letzten Wochen und Monaten erzielen konnten. Ich sage gleichsam, was die CSU mit nach Hause bringen konnte, von der Erbschaftssteuer angefangen bis über. Die Rekorderleichterung beim Länderfinanzausgleich ähm, bis hin zu vielen kleineren Themen, ähm, die ähm, ja, sage ich mal, klar dokumentieren, ähm, dass die CSU in der großen Koalition ähm, ein starker Partner ist, der auch starke Ergebnisse hervorbringt. Und dann werden wir eine intensive Antragsdiskussion haben. Wir haben ja über 200 Sachanträge, die werden wir den ersten Teil am Freitag besprechen. Dann werden wir in den Delegiertenabend gehen und in die lange Nacht der Jungen Union. Am nächsten Tag wird es mit dem geistlichen Wort beginnen und dann Antragsdebatte und vor allem die Konzentration aufs Grundsatzprogramm. Da hat sich der Parteivorsitzende klar auch ähm, ausgedrückt und hat gesagt, er möchte nach einer intensiven Diskussion über das Grundsatzprogramm auch selbst nochmal eine grundsätzliche Einordnung äh, vornehmen. Deswegen wollen wir Sie sehr herzlich begrüßen. Wir haben über 2000 Besucher, Delegierte und Gäste. Sie sind natürlich mitgerechnet und auf jeden Fall haben wir auch Gäste über die neuen Medien, über unser Online-Angebot und freuen uns auf einen sehr offenen, transparenten und gut kommunizierten Parteitag mit unseren Inhalten, weil wir wollen Menschen von Politik begeistern, von unserer Politik faszinieren weg vom Protest hin zur Zukunft.